MyLab hat ein Video zum Gendern veröffentlicht und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Gendern sprachlich. Der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt, ja, tut es. Zumindest wenn es mit Gender-Sternchen, Doppelpunkt oder generell mit Sonderzeichen innerhalb von Wörtern passiert. In seiner Begründung listet der Rat für deutsche Rechtschreibung verschiedene Beispiele auf, etwa dass die Formen im Singular oder in anderen Fällen, also Genitiv, Dativ, Akkusativ, dann nicht mehr so funktionieren. Also dieselben Probleme wie beim Binnen-I, wie auch im letzten Kapitel erwähnt. Was sagt jetzt die Forschung dazu? Da Gender-Sternchen recht neu sind, ist die Forschung dazu das auch. Aber da Paarformen und Binnen-I teilweise dieselben sprachlichen Hürden mit sich bringen, fangen wir doch erstmal mit dieser Studie von 2010 an. Ihr wisst Bescheid, bei Studien ist es sehr wichtig, sich nicht einfach nur die Ergebnisse anzuschauen, sondern immer auch die Methoden. Also wie kam man zu den Ergebnissen, was genau wurde gemacht. Hier wurden rund 200 Versuchspersonen zufällig in drei Gruppen geteilt. Alle drei Gruppen bekamen denselben Nachrichtentext vorgelegt. Nur die Pluralpersonenbezeichnungen waren von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Gruppe 1 bekam nur generisch-maskuline Formen zu lesen. Gruppe 2 bekam eine Mischung aus Binnen-I und neutralen Formen. Gruppe 3 bekam eine Mischung aus Paarformen und neutralen Formen. Anschließend sollten alle Versuchspersonen Angaben zur Lesbarkeit machen. Zusätzlich wurde die Zeit gestoppt, um die Lesezeit pro Zeichen zu messen. Es gibt ja also eine subjektive Einschätzung und eine objektive Zeitmessung. Lesezeit pro Zeichen, ja, beim Gendern sind mehr Zeichen im Text. Also ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt nicht so groß. Ich würde sagen, es stört, weil damit unsere Sprache politisiert wird. Also eine technische Frage. Also das stört mich an diesem, ja, diesen, wie soll ich jetzt, ich will jetzt keinen verächtlichen Begriff dafür finden, dieser totalen Wissenschaftsgläubigkeit, dass man aus jeder politischen Debatte meint, eine technische Fragestellung machen zu können. Also man guckt jetzt beim Gendern, wie viel mehr Zeit oder weniger Zeit braucht man dann pro Zeichen beim Lesen. Also das finde ich ein bisschen albern. Es geht doch darum, dass uns hier eine absurde Kunstsprache aufgedrückt werden soll, die wir normalerweise in unserem normalen Sprachgebrauch nicht verwenden, die aber einer bestimmten konstruktivistischen Woken-Ideologie folgt. Nämlich erstmal die Annahme, Sprache schafft Realität. Also wie gesagt, das ist der konstruktivistische Teil. Das heißt, wenn wir anders sprechen, da gibt es eine andere Realität. Da würde ich sagen, nein, das ist nicht so. Wenn wir anders sprechen, dann ändert sich die Realität erstmal überhaupt nicht, sondern die Realität sorgt dann dafür, dass die Sprache dann anders empfunden wird. Also beim Gendern, da kann man das nicht so gut dran erklären. Aber nehmen wir mal an, wenn irgendwelche beleidigenden Wörter aus der Sprache getilgt werden. Was wird dann passieren? Nach ein paar Jahren wird man ein neues beleidigendes Wort haben. Oder wenn es beispielsweise realen Rassismus in der Gesellschaft gibt und man verbietet das Aussprechen irgendwelcher rassistischen Wörter. Was passiert dann ein Jahr später, wenn man diese Wörter verboten hat, hat man wieder neue rassistische Beleidigungen. Soll man die da wieder verbieten? Ja, dann verbietet man die wieder und dann fängt es wieder von vorne an. Das ist die sogenannte Euphemismus-Tretmühle. Und beim Gendern, da wird man Ähnliches sehen. Also das wird, beziehungsweise da wird man gar keinen Effekt sehen, dass Sprache eben nicht Realität schafft, sondern Realität Sprache schafft. Also die gesamte Richtung von Entwicklung geht nicht von den Gedanken auf die Realität, sondern die Realität wirkt auf unsere Gedankenwelt. Also das ist diese Idealismus-Materialismus-Kontroverse und schon diese idealistische Grundannahme, die würde ich ablehnen. Also kommen wir jetzt zu, was bringt Gendern? Das habe ich ja gerade auch schon. Da bin ich sehr, sehr skeptisch und da kann es jetzt irgendwelche, gucken wir mal, was für Studien sie hier vorzeigt. Also wenn das wieder so albern ist, wenn man wieder, wie gesagt, so einer politischen Frage meint, ein technisches Problem machen zu können, dann überspringe ich das wieder. Aber macht Paul, vielleicht hat sie ja jetzt was Sinnvolles beizutragen. Was bringt Gendern? Wie misst man, ob jemand bei einem generischen Maskulinum eher an Männer denkt als bei einer gegenderten Form? Klar, man kann die Leute einfach befragen, aber geht's auch objektiver? Ja, und zwar mit einer Methode, die ich jetzt einfach mal die Zweisatzmethode nenne. Denn man kriegt zwei Sätze vorgelegt und muss beurteilen, passen die beiden Sätze zusammen? Ist der zweite Satz eine mögliche Fortsetzung des ersten? Ändert Sprache unser Denken? Die logische Antwort, ja. Verändert Sprache die Realität? Nein. Okay, das ist jetzt verändert Sprache das Denken. Das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Kommen wir zur nächsten Studie. Personen durchgeführt. Nur wurde hier nicht zwischen Sprachen verglichen, sondern zwischen dem generischen Maskulinum, generischem Femininum und einer gegenderten Form. Außerdem wurden die Sätze hier nicht als Text vorgelegt, sondern als Audiodatei vorgespielt. Die Chefinnen pfiffen gut gelaunt vor sich hin. Ergebnis?
Das generische Maskulinum führte dazu, dass Leute eher an Männer dachten. Das generische Feminin. Ja, Sprache verändert Gedanken. Dankeschön. Das ist nicht die Frage. Also man könnte hier beispielsweise Länder, die genderneutrale Formen haben, Ländern vergleichen, die das generische Maskulinum haben. Also Deutschland mit irgendeinem Land, keine Ahnung, in welchen Sprachen es keine Unterscheidung nach grammatischen Geschlechtern gibt. Also fällt mir jetzt keine Sprache ein, dazu bin ich sprachlich zu schlecht bewandert. Aber da müsste man wahrscheinlich irgendwas nehmen und dann könnte man es vergleichen. Und dann hätte man wieder das Problem, man müsste andere Effekte mit rausrechnen, die eben nichts mit der Sprache zu tun haben. Und das ist in der Realität so gut wie unmöglich. Also es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse zu produzieren. Ich wollte gerade sagen, Caliban schreibt es gerade im Chat, ich glaube, Türkisch ist eine Sprache, wo es keine spezifischen Formen für die jeweiligen Geschlechter gibt. Und jetzt müsste man gucken, wie steht es um die Rolle der Frau in der Türkei und um die Rolle der Frau in Deutschland. Und das kann man jetzt vergleichen. Problem, es gibt zwischen der türkischen Kultur, den sozioökonomischen Verhältnissen in der Türkei, dem Staatsaufbau in der Türkei und all diesen Aspekten in Deutschland auch noch jede Menge andere Unterschiede als die Sprache. Das heißt jetzt, nur auf die Sprache zu gehen und zu sagen, ach, seht her, die Frauen der Türkei, die sind irgendwie gleichberechtigter oder die sind weniger gleichberechtigt oder gleichgestellt. Stimmt, gleichberechtigt, gleichgestellt sind ja auch noch unterschiedliche Sachen. Selbst wenn man da einen Effekt feststellen würde, ich würde fast wetten, dass die Frauen in Deutschland etwas gleichgestellter sein werden als die in der Türkei. Ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir, aber ja, selbst da sieht man jetzt nicht die endgültige wissenschaftlich belegte Aussage treffen. Selbst da ist es eine sehr, sehr grobe Approximation, wenn man das machen sollte. Also das ganze Herangehen, also dass man politische Fragen meint, zu wissenschaftlichen Fragen erklären zu müssen, das ist schon das, was mich stört. Dass man meint, politische Streitpunkte zu so technischen Fragen erklären zu müssen, das ist das, was mich stört. Und hier habt ihr es gesehen, die Frage ist doch nicht, ob Sprache unser Denken formt. Die Sprache ist, ob unser Denken die Realität formt oder die Realität das Denken. Also das ist ein Idealismus-Materialismus-Streit. Das ist ein philosophischer Streit, der wird hier gar nicht aufgemacht, sondern hier wird gesagt, wenn Sprache unser Denken verändert, okay, das bringt Gendern ja offensichtlich was. Das ist die Argumentation, die dann in dem Teil hier gefahren wird. Also brauche ich mir gar nicht ansehen. Das ist, Ja, das Video war leider nichts. Also wir haben uns zwar nur einen kleinsten Teil angesehen, aber diese Herangehensweise, die stört mich schon grundsätzlich so stark, dass ich weiß, dass es auch nichts bringen würde. Also es ist völlig egal, was hier aus diesen Studien rauskommt. Die gehen eigentlich einen Punkt vorbei und sind dementsprechend irrelevant. Schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal MyLabs persönliche Meinung an, aber ja, ist halt... Schreibt einer im Chat, du bist wissenschaftsfeindlich. Ja, die Wissenschaft kann bestimmte normative Fragestellungen eben nicht beantworten. Beziehungsweise politische Fragestellungen, die kann man nicht wissenschaftlich beantworten. Da kann man nicht eine Studie machen und dann hat man ein endgültiges Ergebnis. Es ist eine Fehlannahme. Wer so denkt, der gleitet sehr schnell in ein sehr einseitiges, sehr abgedunkeltes Weltbild ab und schaut zu wenig nach rechts und links. Das ist jedenfalls meine Meinung. Also die Wissenschaft, die kann viele Sachen klären. Die ist ein sehr wichtiges Instrument. Also meine Wissenschaft ist ja vor allem eine Methode. Wissenschaftliches Arbeiten ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht für jede politische oder moralische Fragestellung der Weisheit letzter Schluss, sondern ganz im Gegenteil. Bei vielen politischen Fragen, da geht es um Macht. Beziehungsweise da geht es darum, wer das bessere Argument hat, aber da geht es nicht darum, beziehungsweise das bessere Argument ist jetzt auch wieder, da geht es um Macht. Also meistens geht es in der Politik um Macht und nicht ums bessere Argument. Meistens geht es um Macht und kannst du mit der wissenschaftlichen Methode vielleicht rausfinden, wer die besseren Argumente hat, aber im politischen Diskurs, da setzt sich nicht unbedingt das bessere Argument durch, erstens. Und zweitens, denken die Leute nicht so technisch-wissenschaftlich. Das heißt, die Leute hängen ja an der Sprache, die sie gelernt haben. Und wenn du ihnen jetzt eine komplett neue Sprache mit dieser Gendersprache beibringen willst, dann werden da viele Leute zu Recht sehr, sehr skeptisch sein. Wie gesagt, das ist jetzt sehr viel ausführlicher. Da brauche ich, glaube ich, auch nicht so tief drauf eingehen. Aber ich hoffe, ihr versteht mein Problem mit dieser Denkweise.
persönliche Meinung. Jetzt mal unabhängig davon, was die Forschung in Zukunft noch rausfinden wird. Es ist ja klar, dass Gendern alleine natürlich nicht für Gendergerechtigkeit sorgen wird oder Diskriminierung auflösen wird. Aber das behauptet übrigens auch keiner. Sprache kann aber ein Baustein von vielen sein. Und im Gegensatz zu den riesigen strukturellen Veränderungen, die es bräuchte, um unsere Gesellschaft von Grund auf gerechter zu machen, ist es ja verhältnismäßig einfach, wie ich finde, unsere Sprache zu verändern. Und deswegen lohnt sich die Debatte ums Gendern in meinen Augen. Also es lohnt sich, darüber zu debattieren. Ja, noch mehr Kulturkampf. Danke. Das war es jetzt auch mit der Meinung. Nein, es lohnt sich nicht. Solche bescheuerten Kulturkämpfe lohnen sich nicht. Also, ich kenne MyLab-Videos, ich kenne diesen Stil, ich kenne die grundsätzliche Argumentation, ich sehe die Sachen meistens anders und auch hier das Fazit ist, noch mehr Kulturkampf, sehe ich komplett anders. Nein, die Debatte lohnt sich nicht, die Debatte sollte schnellstmöglich beendet werden und diese ganzen Walkies sollten endlich aufhören zu gendern und vor allem aufhören zu versuchen, das anderen Leuten aufzudrängen. Also das ist jedenfalls meine Ansicht zu dem Thema.